Hallo Mädels, ich war schon eine Weile nicht da, aber ich dachte mir, ich fange vielleicht an mit einem Vlog und grabe mir so den Weg zurück in die YouTube-Videomacherwelt. Ich wollte euch kurz einen Vlog erzählen. Ich war gestern unterwegs mit dem Auto und musste eine lange Strecke fahren, beziehungsweise saß hinten und habe mich fahren lassen. Naja, gelandet sind wir dann im Oldenburger Land und da gibt es so ein Shopping-Center-Ding mit Müller und so einem riesigen Famila. Und da war auch eine bombastische Tanke davor. Und da gab es auch Deichmann und so. Das war bombastisch. Und es gab sogar einen Food Corner. Also, ja. Ich kenne sowas bisher nur aus Bremen von der Waterfront-Sache. Ja. Und normalerweise bin ich nicht so wirklich der Fan davon. Ich mag eher so kleine Geschäfte und gemütlich shoppen gehen, aber irgendwie hatte das was. Das war so bombastisch groß. Und naja, auf jeden Fall bin ich dann im Müller stecken geblieben. Ich war total begeistert, weil normalerweise shoppe ich, wenn dann, nur beim Irrplatz oder Rossmann oder so. Aber in Hannover habe ich noch keinen Müller entdeckt. Und da habe ich zwei von denen hier gekauft, weil, wie gesagt, ich sonst keine erweiterte Theke von Essence finde. Weder bei Rossmann noch bei ihr Platz, wo ich bisher war. Und die haben auch diesen neuen Nail Art Nail Polish Remover Ultra Studio Quality. Und lustigerweise war ich danach noch im Famila. Und das waren die letzten beiden, die ich im Müller finden konnte. Und habe dann noch zwei weitere mitgenommen aus dem Famila. Weil ich das Zeug genial finde. Und ich finde es besser als den von P2. Ich habe vorher den hier benutzt, das ist jetzt schon mein zweiter. Aber irgendwie komme ich mit dem Pumpding nicht so ganz zurecht. Und aber, also der von P2 kriegt es wohl schneller runter, aber der von Essence, der trocknet nicht so aus. Und irgendwie finde ich den auch so ein bisschen gründlicher. Naja, anyways. Dann war ich noch auf der Suche nach einer Feuchtigkeitsmaske. Und ich bin in der Apotheke fündig geworden. Mir wurde die hier empfohlen, das ist die von Lierac Paris. Moisturizing Repair Velvet Mask. Also die Apothekerin meinte, dass die wirklich super wäre. Ich werde die mal ausprobieren. Weil irgendwie habe ich nur so eine Peeling-Maske. Und dann sind wir in diesen riesigen Famila reingelatscht. Und es war unglaublich. Die hatten so riesige Familienpackungen von Twix und so total die Regale voll mit vielen Getränken und oh, die hatten sogar so einen süßen kleinen Kaffeeautomaten, wo du so 1 Euro reinschmeißen konntest und dann konntest du dir so einen kleinen Kaffeebecher ausspucken lassen. Das war nicht sehr lecker. Ich hatte so einen Kaffeecreme und der hat mir irgendwie nicht so sehr gefallen. Naja, jedenfalls. Oh, und dann ist man weitergelaufen und dann ist man gelandet in diesem riesigen, da wo der Fisch auch verkauft wird und so. Und der Käse, so, das war unglaublich. Mit so Formation von frischem Obst und Gemüse und so. Und das war bombastisch groß. Und ich war wie so eine kleine Rini in so einem riesigen Einkaufsland. Und normalerweise bin ich nicht ganz so begeistert beim Essen, Shoppen, weil irgendwie, weiß ich nicht, Kosmetika mich mehr begeistern. Aber ich hatte da total den Heißhunger auf Käse. Und ich liebe so Käsetheken. Total. Und ich habe gekauft Old Amsterdam. Das ist so einer, der ist, ich habe 5 Scheiben gekauft und einen gleich danach gegessen. Ich habe ihn sogar probiert, so vorher mir ein kleines Stückchen abschneiden lassen und so. Das ist einer, der ist halbwegs würzig und richtig, richtig salzig. Der ist total toll. Und ja, ansonsten habe ich mir da auch so ein kleines Sushi-Paket gekauft und dann noch eine eigene Sojasauce dazu. Liebe Sushi. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Sushi-Zeug gegessen. Und natürlich alles total mit Soße voll gekippt. Und dann packte ich das in die Müller-Tüte rein und wollte es rüber zum Mülleimer bringen. Aber die Müller-Tüte war nicht so ganz dicht. Und da waren so 2 süße Löcher drin. Die haben so total die schöne Schwingformation von Tropfen auf dem Boden Naja, davon abgesehen, dass ich mich selbst bekleckert habe und dann ein Ariel Pocket kaufen musste. Und so habe ich mich total zum Deppen gemacht. Und dann habe ich noch versucht, im Deichmann hübsche Sandalen zu finden für den Sommer. Ich war sowas von nicht erfolgreich. Das war schon peinlich. Ja, ich glaube, ich bin soweit fertig mit meinem Vlog.
Was ich rüberbringen wollte, war, dass ich ein total wunderbares Shopping-Erlebnis hatte, was sehr spontan war. Und dass ich sehr viele Nagellackentferner gekauft habe und mich total... Atmest du gerade nervend aus und guckst auf deine Uhr? Nein. Wir müssen los. Oh je. Ja, dann hoffe ich, dass euch das nicht allzu sehr gelangweilt hat. Also, ich war total Feuer und Flamme, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr da sitzt und euch denkt... Naja. Also, als kleine Einstimmung, ich bin wieder hier in meinem Revier. Und mache jetzt wieder Schminkvideos. So, basta. Okay. Oh, und in Famila gab es diese coole Stofftüte und die ist bedruckt mit gar nichts. Das heißt, man kann sie auch in den Edeka mitnehmen und da dann nicht dumm angeguckt werden, weil es eine Tüte aus dem Netto ist oder so. Ja. Okay. Dann macht's gut. Tschüss.